Lieber Michael, ausnahmsweise, aber aus gegebenem Anlass, ein Wort an dich als Gastgeber. Ich glaube, das sagen zu dürfen im Namen aller Anwesenden. Herzlichen Dank für deine Rede. Herzlichen Dank für alles, was du für die FDP tust. Vor allem aber alles Gute für dich, deine Frau und den neuen Erdenbürger, der seit 3 Tagen unter uns weilt und vielleicht auch irgendwann Ehrenbürger wird. Ja. Meine Damen und Herren, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes Baden-Württemberg, die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland insgesamt hat in den letzten Jahren deutlich gelitten. Lagen wir im Jahr 2014 noch international auf Platz 6, so lagen wir im Jahr 2018 nur noch auf Platz 15, Tendenz weiter steigend. Das ändert aber nichts an der Selbstzufriedenheit der Regierenden in Stuttgart und Berlin. Ob überbordender Steuereinnahmen, ob hoher Beschäftigungszahlen, ist diese Selbstzufriedenheit enorm. In ihren Regierungserklärungen berufen sich die Merkels und Kretschmänner dieser Welt darauf, alles richtig gemacht zu haben und behaupten, es gäbe doch eigentlich gar keinen Änderungsbedarf. Der Aphoristiker Rudolf Mitsch hat einmal geschrieben, in alten Märchen ist oft mehr Wahrheit als in neuen Regierungserklärungen. Das stimmt in diesem Fall sicher. Die Wahrheit ist, wir sind eben nicht auf die nächste Krise vorbereitet. Wir haben eben nicht unsere Hausaufgaben für die Zukunft erledigt. Es ist eben nicht so, dass wir das Schiff wetterfest gemacht hätten, sondern es wurden Sozialausgaben getätigt, es wurde verteilt und verteilt, konsumtive Ausgaben und nicht in die Zukunft investiert. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen liegt Deutschland international auf Platz 59 von 63 Ländern. Was ist also zu tun, meine Damen und Herren, im Jahr 2019? Gestatten Sie mir in 6 Stichpunkten den Versuch zu unternehmen, zu beschreiben, welche Agenda im Jahr 2019 aus meiner Sicht für Baden-Württemberg und Deutschland auf der Tagesordnung steht. Da wären erstens Investitionen, nicht weiter soziale Wohltaten, konsumtive Ausgaben, sondern Investitionen in die Infrastruktur, vor allem in die digitale Infrastruktur, meine Damen und Herren. Es ist nämlich in Baden-Württemberg mittlerweile so, dass es mehr Funklöcher gibt als neu angemeldete Patente. Das ist die Situation des Jahres 2019. Zuständig ist ein Digitalisierungsminister im Nebenberuf, ein politischer Migrant aus Berlin namens Thomas Strobel. Leute wie ihn mag Marie von Ebner-Eschenbach im Sinn gehabt haben, als sie einst schrieb, über das Kommen mancher Menschen tröstet uns nur die Aussicht darauf hin, dass sie auch wieder gehen. Alles, was dieser Minister anfasst, läuft schief. Ich will da gar nicht über seinen Hauptberuf als Innenminister reden. Über das leere Versprechen von 1500 zusätzlichen Stellen bei der Polizei. Darüber, dass er in Sigmaringen aus Tollpatschigkeit und Geschwätzigkeit verdeckte Ermittler enttarnt hat. Nicht über Ellwangen, wo wir 3 Tage lang einen rechtsfreien Raum hatten und der Haupträdelsführer in der letzten Woche aus Kamerun wieder eingereist ist. Auch nicht über sein Versagen im Vergewaltigungsfall Freiburg, sondern über sein totales Versagen im Bereich der Digitalisierung. Da wäre zum Beispiel die Digitalisierungsplattform, Bildungsplattform Ella.
Da hatte das Land Baden-Württemberg vor, den anderen Bundesländern zu beweisen, wie überlegen man doch ist. Und das Ergebnis, diese Bildungsplattform ist voll gegen die Wand gefahren und Herr Strobel hat eine zweistellige Millionensumme verbrannt. Schlicht und ergreifend verbrannt. Und bei der Entwicklung der digitalen Infrastruktur ist das Land, meine Damen und Herren, in den letzten 3 Jahren keinen Millimeter vorangekommen. Jetzt sucht er Zuflucht bei der künstlichen Intelligenz. Meine Damen und Herren, wenn der gesunde Menschenverstand fehlt, hilft künstliche Intelligenz auch nicht mehr viel. Was wir brauchen, ist ein eigenständiges Digitalisierungsministerium im Land Baden-Württemberg mit allen Kompetenzen, mit den notwendigen Zugriffskompetenzen, dass man sich die Landkarte anschauen kann, wo sind weiße Flecken und die Politik dann die Entscheidung fällt, diese weißen Flächen zu schließen. Es muss Schluss damit sein, dass die Telekom in diesem Land prähistorische Kupferkabel verlegt, sondern wir brauchen flächendeckend Glasfaser, wir brauchen für den wirtschaftlichen Fortschritt unseres Landes flächendeckend 5G-Standards in Baden-Württemberg und das ist die Aufgabe des Jahres 2019. Zweitens, im Kampf gegen den Fachkräftemangel brauchen wir eine bessere Bildungspolitik und endlich ein Einwanderungsgesetz, das den Namen auch verdient. Wir brauchen nicht irgendwelche halbgaren Zuwanderungskompromisse einer CDU, die nur noch aus Angst vor der AfG agiert, sondern was wir brauchen, meine Damen und Herren, ist ein modernes Einwanderungsgesetz nach kanadischem oder australischem Vorbild. Und endlich den Mut, die Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt so zu regeln, wie dieser Arbeitsmarkt es auch erfordert, meine Damen und Herren. Und bei der Bildung muss das Jahr 2019 das Jahr werden, in dem die Länder das Geld, das der Bund vorgesehen hat, für die digitale Ausstattung der Schulen auch annehmen und nicht den Bildungsprovinzialismus mancher Ministerpräsidenten. Und das Haupthindernis heißt Winfried Kretschmann. Wenn man mit ihm über Modifikationen des Kooperationsverbotes diskutiert, wenn man mit ihm darüber redet, wie können wir es schaffen, dass das Geld des Bundes auch in baden-württembergische Schulen fließt, hört man immer nur einen Satz. Ich lass mir doch in Bildung nicht nei schwätze. Meine Damen und Herren, ein polnisches Sprichwort sagt, die gefährlichste Waffe, das sind die Menschen kleinen Kalibers. Welche Bilanz hat dieser Ministerpräsident denn in der Bildungspolitik vorzuweisen? Seit 8 Jahren ist er im Amt. Wir erleben 8 Jahre lang, dass die baden-württembergischen Schulen von diesem Ministerpräsidenten von Spitzenplätzen in den Bildungsrankings ins hintere Mittelfeld geführt werden. Wir erleben seit 8 Jahren, dass die duale Ausbildung mit einer Gemeinschaftsschulideologie bekämpft wird. Und wir erleben seit 8 Jahren, dass der Fachkräftemangel von dieser Regierung dadurch verschärft wird, dass man den Menschen einredet, das Menschsein ihrer Kinder beginne erst mit dem Abitur. Meine Damen und Herren, wer eine solche bildungspolitische Bilanz verantwortet, der braucht nicht davor Angst zu haben, dass ihm irgendwer hineinredet, sondern der soll froh sein, wenn von irgendwoher Hilfe kommt, meine Damen und Herren.
Das Jahr 2019 muss auch das Jahr werden, in dem die Politik damit aufhört, über Bürokratieabbau nur zu reden, sondern endlich anfängt zu handeln. Die Eigentumsübertragung dauert in Deutschland durchschnittlich mehr als 50 Tage. Ein Existenzgründer braucht durchschnittlich 9 Behördengänge für seine Gründung. Der internationale Durchschnitt liegt bei 6. Wo sind die Gesetze, lange versprochen, die als zu bürokratisch von der Politik wieder aufgehoben werden? Wann endlich fangen wir an mit der One-in-One-out-Regelung? Also wenn die Politik ein bürokratisches Gesetz beschließt, muss sie ein altes bürokratisches Gesetz wieder aufheben. Wann machen wir endlich ernst damit, kleine und mittlere Unternehmen von bürokratischen Berichtspflichten zu entlasten? Und vor allem muss das Jahr 2019 das Jahr werden, wo wir endlich damit anfangen, das Arbeitszeitgesetz zu flexibilisieren, damit der Handel, damit das Handwerk und damit das Hotel- und Gaststättengewerbe das tun kann, wofür diese Unternehmen gegründet worden sind, nämlich gute Dienstleistungen anzubieten und sich nicht mit Arbeitsmarktbürokratie zu beschaffen. Viertens. Das Jahr 2019 sollte das Jahr werden, in dem es uns gelingt, die Energiewende vom Kopf auf die Füße zu stellen. Die Kilowattstunde Strom kostet in Deutschland an die 30 Cent. Mehr als irgendwo anders in den Staaten der EU. Aber viele Konkurrenten, viele Wettbewerber der Unternehmen in Deutschland und in Baden-Württemberg sitzen in diesen anderen Ländern der Europäischen Union. Und was hat Baden-Württemberg beizutragen zur Energiewende? Windräder dort aufzustellen, wo kein Wind weht. Nein, was wir nicht brauchen bei der Energiewende, ist ein deutscher Sonderweg. Und schon gar nicht 16 Sonderwege von Bundesländern. Sondern was wir brauchen, ist eine gesamteuropäische Strategie. Wir Liberalen haben doch überhaupt nichts gegen Wasserkraft, aber sie ist am effektivsten in Skandinavien. Wir haben nichts gegen die Windkraft, aber sie ist am effektivsten an den Küsten. Wir haben nichts gegen Photovoltaik, sie ist am effektivsten aber in Südeuropa. Was kann Baden-Württemberg beitragen? Ja, seine technologische Kompetenz im Bereich der Energieeffizienz, im Bereich der Erforschung und des Ausbaus von Speichertechnologien und vor allem den Netzausbau. Ohne Netzausbau, meine Damen und Herren, wird es keine Energiewende geben. Und zwar im Idealfall als gesamteuropäisches Netz. Ich weiß, es ist teuer, aber es ist allemal besser, das Geld in ein gesamteuropäisches Netz zu investieren, als jedes Jahr fast 30 Milliarden beim Erneuerbaren Energiegesetz zu verbrennen, liebe Freunde. Fünftens. Unser Land braucht mehr steuerliche Wettbewerbsfähigkeit, vor allem auch im Verhältnis zu USA. Wir brauchen eine niedrigere Körperschaftssteuer und endlich die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags, meine Damen und Herren. Die SPD verweigert sich und die von der CDU lügen, dass sich die Balken biegen. Da wird behauptet, es liege nur an der SPD, dass man den Solidaritätszuschlag nicht abschaffen könnte. Aber wir haben es doch erlebt im vergangenen Jahr. Wie war es denn bei den Jamaika-Verhandlungen? Es ist doch an der CDU gescheitert, dass der Solidaritätszuschlag nicht abgeschafft wird. Diese Heuchler, meine Damen und Herren. Überhaupt, die steuerpolitischen Debatten sind so heillos in unseren Parlamenten. Ob das Grüne und Schwarze im Stuttgarter Landtag sind oder Schwarze und Rote im Deutschen Bundestag. Da kommt mir immer nur ein Satz des Philosophen Bertrand Russell in den Sinn, der einmal gesagt hat, manche Menschen
würden eher sterben, als zu denken. Und in der Tat, sie tun es. Zur finanzpolitischen Wettbewerbsfähigkeit gehören auch solide Haushalte. In Baden-Württemberg haben wir erlebt, dass besagter Herr Kretschmann in seiner 8-jährigen Amtszeit den Landeshaushalt von 35 auf 54 Milliarden um mehr als 50% aufgebläht hat. Er hat auch neue Schulden gemacht in seiner Amtszeit, trotz überbordender Steuereinnahmen. Und er hat hunderte von neuen Stellen in den Ministerien geschaffen, die den Landeshaushalt auf Jahre und Jahrzehnte nachhaltig strukturell belasten. Und jetzt verhandelt man mit der Opposition aus FDP und SPD über eine Verfassungsänderung. Man will die Schuldenbremse in die Landesverfassung implementieren. Und man hätte gerne für haushaltspolitische Notzeiten etwas mehr Handlungsspielraum. Die FDP hat sich mit der SPD zusammengetan. Wir haben signalisiert, wir sind dazu bereit. Aber Bedingung ist, dass mehr Schulden getilgt werden, mehr Kreditmarktschulden abgebaut werden, als Grüne und Schwarze das im Moment wollen. Das ist die Bedingung. Und meine Damen und Herren, da bin ich schon ein bisschen stolz. Ich betrachte es als historische Leistung der baden-württembergischen FDP, Sozialdemokraten zur Schuldentilgung angestiftet zu haben. Die Verfassungsänderung gibt es mit uns nur, wenn mehr Schulden getilgt werden. Denn eines ist für Freie Demokraten klar, meine Damen und Herren, in der Haushaltspolitik, in der Finanzpolitik müssen wir so agieren, dass auch noch unsere Kinder- und Enkelgenerationen etwas davon haben. Sechstens und letztens. Das Jahr 2019 muss das Jahr werden, in dem man in Baden-Württemberg und darüber hinaus endlich damit aufhört, mit der Automobilindustrie und der Zuliefererindustrie unseren wichtigsten Wohlstandsanker mutwillig kaputt zu machen. Wir brauchen Technologieoffenheit bei den Antriebssystemen der Zukunft. Und es muss Schluss sein mit absurden Fahrverbotsdebatten aufgrund skurriler Grenzwerte. Im Raum Stuttgart, seit wenigen Tagen, hat eine Entwicklung begonnen, die am Ende des Jahres 2019 vermutlich zur Folge hat, dass 400.000 Menschen im Großraum Stuttgart nicht mehr Auto fahren dürfen. Kleine Leute aus der Mitte der Gesellschaft, Menschen, die zum Arbeitsplatz pendeln, um ihr Geld zu verdienen, um ihre Familien ernähren zu können. Liebe Freunde, ich frage Sie, gibt es etwas Unsozialeres als diese Fahrverbotspolitik? Ich meine nein. Muss doch Schluss sein mit diesen grünen Verbotsideologien aus der Mottenkiste. Schluss mit dem, was der Stuttgarter Oberbürgermeister jetzt wieder ausgegraben hat, dieser Nahverkehrsabgabe. Es muss Schluss sein mit den Fahrverboten aufgrund obskurer Grenzwerte. Die Kanzlerin zeigt ja, dass diese Grenzwerte nicht in Stein gemeißelt sind. Was wir verlangen, ist ein Fahrverbotsmoratorium für 2 Jahre. Und in diesen 2 Jahren, das zeigen alle Entwicklungen, ist es auch möglich, diese ambitionierten Grenzwerte ohne Fahrverbote zu erreichen. Durch den Austausch der Flotten, durch andere Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Und das ist notwendig im Interesse des Wirtschaftsstandorts und es ist notwendig im Interesse der Menschen in dieser Region, meine Damen und Herren. Leider ist mit dem grünen Verkehrsminister in diesem Land, Winfried Herrmann,
darüber sehr schwer zu diskutieren. Wenn wir im Landtag von Baden-Württemberg auf Baden-Württemberg als Automobilstandort verweisen, als Zuliefererstandort, schüttelt er nur mit dem Kopf. Ich denke da immer an ein Wort des amerikanischen Schriftstellers Truman Capote, der gesagt hat, bevor du mit dem Kopf schüttelst, vergewissere dich besser, dass du überhaupt einen hast. Meine Damen und Herren, abschließend, bei allem Streit, bei allen Meinungsverschiedenheiten, mit denen die Regierung tragenden Fraktionen, doch ein versöhnliches Wort aus gegebenem Anlass. Wir haben ein gemeinsames Fundament, nämlich den Rechtsstaat und die liberale parlamentarische Demokratie. Leider gilt das nicht für alle im baden-württembergischen Landtag. Ich höre gelegentlich, man muss die AfD mehr ignorieren. Man sollte ihr durch Widerspruch nicht noch mehr Publizität zuteilwerden lassen. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, im Jahr 2018 kam beispielsweise aus der AfD-Fraktion der Satz, Frauenquoten, so wörtlich, das sei nur etwas zur Förderung hässlicher und widerwärtiger Frauen. Soll man das einfach ignorieren? Aus dieser Fraktion kam, die Abgeordneten anderer Fraktionen, das seien Koksnasen und Volksverräter. Einfach nur ignorieren. Die AfD duldet nach wie vor einen Abgeordneten, der den Holocaust leugnet und bei jeder Gelegenheit über die jüdische Weltverschwörung faselt. Sollen wir das einfach ignorieren? Die Landtagspräsidentin Arras bekommt von der gesamten AfD-Fraktion zugerufen, sie dürfe sich nicht zur Erinnerungskultur äußern, weil sie nicht in Deutschland geboren sei. Meine Damen und Herren, so geht Rassismus. Diese Präsidentin, ist für die AfD eine permanente Provokation als Frau, Migrantin und Muslima. Für uns Liberale, meine Damen und Herren, ist ein solcher Lebensweg keine Provokation, sondern wir sind stolz darauf, in einer Gesellschaft leben zu dürfen, die so offen und so integrationsfähig ist, dass ein solcher Lebensweg möglich ist. Und deshalb wird die FDP im baden-württembergischen Landtag auch künftig nicht ignorieren, sondern sie wird aufstehen und sich vor diese Landtagspräsidentin stellen, wenn Rassisten ihre Legitimität nur deshalb in Frage stellen, weil sie nicht in Deutschland geboren ist. Meine Damen und Herren, allen, die Sie heute hierher gekommen sind, Ihren Familien, auch den Menschen draußen, ein glückliches, vor allem friedliches Jahr 2019 und der liberalen Sache in diesem Jahr viel Erfolg. Herzlichen Dank. Applaus